Moin, moin, Lolli. Und ein kräftiges Moin, moin hinterher. Es ist so, ich will mir jetzt noch was zu essen machen. Und vielleicht interessiert euch das mal, was ich heute essen möchte. Damit nicht alle immer denken, der isst ja nur ungesunde Sachen. Das stimmt ja gar nicht. Was ich mir so zeige, ist vielleicht manchmal ungesund. Aber das, was ich manchmal wirklich esse und viel, was ich davon esse, ist nicht das, was ich in meinem Video zeige. Das müsst ihr mal wissen. Nicht alles, was ich zeige, nicht alles im Video. Worauf drauf ich Bock? Hier habe ich Erbsen und Möhren. Eine Dose. Da brauche ich nur die Erbsen und Möhren. Die Flüssigkeit kippe ich weg. Die brauche ich nicht. Dann habe ich noch eine Dose Mais, die ich mit rein tue. Mais schmeckt, Mais ist lecker. Dann haben wir noch irgendwann mal Spaghetti gegessen und hatten Spaghetti über. Hier habe ich mir wieder aufgetaut. Die werde ich dann hier in die Pfanne hauen. Ich zeige, was mir alles fertig ist. In die Pfanne hauen. Super. Schmeckt noch. Einmal aufgetaut. Dann habe ich mir die Schwabschichi-Rollen, die ich noch hatte. Hier, Schwabschichi-Rollen auch aufgetaut. Die werde ich mir gleich klein schneiden. Und die würde ich dann anbraten. Die Nudeln dazu. Das Gemüse dazu. Alles so ein bisschen anbraten. Und dann, weil da irgendwie ist keine richtige Soße dabei, werde ich noch ein bisschen Pfeffer, Salz, so ein bisschen Gewürze mit dran tun. Und dann habe ich ein leckeres kleines Essen. Und ja. Nur schmeckt noch. Kann man nicht sagen. Dann habe ich ein schönes Essen aus Resten, aus Sachen, die ich noch zu Hause hatte, schnell gemacht. Und ja, sehen wir uns gleich wieder vom Rest vom Video. Und wie es fertig aussieht, das sind die Zutaten, die ich benutze. Ganz einfach, man nimmt einfach Spaghetti, die kocht man ganz normal. Ich habe noch welche eingefroren, die habe ich aufgetaut. Tue ein bisschen Gemüse rein, das man haben will. Vielleicht tue ich noch. Ich habe noch ein paar Pilze. Ich habe noch eine Dose Pilze da. Leute, soll ich noch ein paar Pilze rein tun? Noch ein paar Pilze rein tun? Also, könnte ich noch reintun. Habe ich auch noch da. Aber nee, lass ich weg. Habe keinen Bock drauf. Gleich sehen wir uns wieder. Und dann haben wir ein schönes kleines Menü. Zeige euch, wie fertig aussieht. Mal gucken, ob es schmeckt. Sowas habe ich nämlich selbst noch nie gemacht. Aber immer mal was testen ist immer gut, oder? Und bis gleich. Und so Leute, sieht das Essen fertig aus. Die Nudeln, ich hab die Schwäbische angebraten, dann habe ich in den ganzen Bratenfett das Gemüse angebraten und dann habe alles eins angebraten, alles rausgenommen, dann habe ich Nudeln in den Rest, der noch da war von diesem Bratensaft, von den Schwäbischen.
angebraten, alles zusammengetan in der Pfanne und so leckert sich's aus. Und das wünsche ich mir, euch und alle, die es nachkochen wollen, machen. Können wir sagen, ob es schmeckt oder nicht. Ich sage einfach nur guten Appetit. Und wünsche euch auch einen guten Appetit. Und wenn ihr mir jetzt dieses leckere Essen mit Gemüse, Fleisch und Nudeln in meinen Bauch hauen und mal was etwas Gesünderes essen. Und bis dann und haut rein, please und out.